In dieser Videoreihe wollen wir mal einen Blick auf das Videokonferenztool WebEx werfen. Ein weiterer großer Player im großen Teich der Videokonferenzprogramme. In der ersten Folge oder in den ersten Folgen geht es um die Grundfunktionen, die Oberfläche. Und in diesem Video wollen wir jetzt erst einmal schauen, wie kann ich als Gast überhaupt einem WebEx-Meeting beitreten? Wie ist die Oberfläche? Welche Funktionen stehen zur Verfügung? Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und ich wünsche viel Spaß. Zu jeder Videokonferenz gehört erst einmal ein Einladungslink. Diesen bekommen wir von dem Host oder der Organisatorin, dem Organisatoren des Meetings zugeschickt und ich habe hier auch schon entsprechend etwas vorbereitet. Das heißt auf meinem Desktop direkt die E-Mail mit dem Einladungslink zu dem Demo-Meeting, das wir uns jetzt mal anschauen können. Ich klicke einfach drauf, es öffnet sich der Browser und ja, wir sehen dann im Prinzip ein Zugangsportal zur Videokonferenz von WebEx und ich werde direkt gefragt, ob diese Seite WebEx öffnen darf. Wie andere Videokonferenzprogramme hat WebEx ein Desktop-Client, also ein Programm für den Computer, was wir uns herunterladen können, installieren können, womit ein bisschen mehr Funktionen auch zur Verfügung stehen, auch die Qualität ein wenig besser ist, weil eben die Prozesse für die Verarbeitung der Videokonferenz auf dem Computer stattfinden und eben nicht nur im Browser. Wenn ich dieses Programm mir installieren möchte, es noch nicht habe, habe ich hier auch die Möglichkeit. Sie haben kein WebEx, laden Sie es jetzt herunter, einfach auf den Link drauf zu klicken. Ich komme auf die Download-Seite, suche mir die entsprechende Version aus, installiere sie auf meinem Computer und kann dann direkt mit diesem Schritt fortfahren. Alternativ, und das schauen wir uns später nochmal an, für diejenigen, die WebEx nicht installieren dürfen, können oder wollen, gibt es auch die Möglichkeit, über den Browser oder auch über die mobile App auf dem iPad, auf dem Tablet oder dem Smartphone teilzunehmen. Ich habe die Software bereits installiert, deswegen werde ich gefragt, darf diese Seite WebEx öffnen und ich erlaube es, klicke auf Erlauben und habe die Möglichkeit, das Meeting zu starten. Schließe mal gerade den Browser und ja, wir sehen jetzt die Oberfläche der WebEx-Software und als allererstes muss ich ja einen Namen und eine E-Mail-Adresse angeben. Das muss keine echte E-Mail-Adresse sein, also es erfolgt jetzt keine Verifikation, dass ich nochmal was zugeschickt bekomme, sondern hier wird einfach gesammelt, wer teilgenommen hat und eine E-Mail-Adresse gehört einfach mit dazu. Wenn ich die E-Mail-Adresse nicht angeben möchte oder keine echte E-Mail-Adresse angeben möchte, dann tippe ich jetzt hier einfach irgendetwas im Format einer E-Mail-Adresse ein. So, Anmeldeinformationen speichern können wir entweder setzen oder nicht. Das heißt, wenn der Haken gesetzt ist, beim nächsten Zugriff sind dann diese Informationen auch wieder da und ich muss nicht erneut eine E-Mail-Adresse eingeben. Oder wenn ich einen WebEx-Account habe, weil ich zum Beispiel auch Mitglied in einem institutionellen Account bin, wie dem der EKHN, dann kann ich mich jetzt hier zum Beispiel auch anmelden. Aber das ist nicht erforderlich für die Teilnahme an einer Konferenz. Ich klicke auf als Gast beitreten und habe jetzt erstmal in einem Vorschaufenster die Möglichkeit, Audio und Video auszusuchen und auszuprobieren. Ich habe hier unten zwei Buttons, Stummschaltung aufheben und Video starten. Nebendran ist noch so ein kleiner Pfeil nach unten. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dann kann ich mir den entsprechenden Lautsprecher und mein Mikrofon aussuchen. Und das ist jetzt auch schon mal so der erste Tipp, wenn irgendwie was nicht funktioniert, sich nichts hören oder nicht gehört werden, wäre dann hier über diesen Button Stummschalten, den gibt es nachher auch im Meeting, die Möglichkeit, das richtige Mikrofon und den richtigen Lautsprecher auszusuchen. Genauso auch mit Video habe ich die Möglichkeit, verschiedene oder unter meinen Webcams die richtige auszusuchen, wenn ich denn mehrere Kamerasysteme verwende. Ich lasse jetzt hier erstmal alles deaktiviert, weil ich hier noch eine Aufnahme am Computer mache und es nicht zu Störgeräuschen kommen soll. Wenn ich es aber aktiviert hätte, könnte ich auch Lautsprecher und Mikrofon testen. Das heißt, dann habe ich hier die Möglichkeit, einfach ein Testsignal über die Lautsprecher auszugeben und testweise was über das Mikrofon aufzunehmen, um mich zu überzeugen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
Ist alles richtig eingestellt, klicke ich auf dem Meeting beitreten und befinde mich jetzt schon direkt in der Videokonferenz, in diesem Fall ja mit mir selber. Wie gesagt, die Kameras sind deaktiviert. Ich kann diese hier unten einfach auch freischalten und aktivieren, indem ich auf Video starten klicke. Genauso kann ich mir hier auch die Stummschaltung aufheben. Zu der Oberfläche von WebEx. Diese Ansicht kennt man vielleicht aus Zoom, so die genannte Galerieansicht, wo alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleich großen Kacheln angezeigt werden. Hier können wir die Größe der Kacheln auch entsprechend verändern mit Minus und Plus. Und wir haben mit einem Klick auf den Button Layout auch drei Stück zur Auswahl. Die Rasteransicht, die Stapelansicht. Das heißt, das ist aktive Sprecher ist unten, wird unten angezeigt. Und oben sind dann die Kacheln oder eben auch die Nebeneinanderansicht. Und dann haben wir die Kacheln auf der rechten Seite, wobei ich diesen Bereich auch entsprechend auch nochmal verändern und modifizieren kann. Neben den Funktionen Stummschaltung, Videostarten habe ich hier auch nochmal freigeben. Die Freigabefunktion, die schauen wir uns in einem separaten Video auch nochmal extra an. Wir haben hier die Reaktionen, das heißt, ich kann mich hier als Teilnehmer einmal die Hand heben, wenn ich was zu sagen habe. Oder ich kann auch, ich sag mal, einen Daumen mit angeben, Reaktion zeigen, wie wir es eben auch aus verschiedenen Systemen kennen. Neben den drei Punkten habe ich dann die Möglichkeit, ja Audio zu wechseln oder mich mit einem Videosystem zu verbinden, was aber für normale Nutzer eigentlich kaum der Fall sein wird. Aber ich kann hier auch den Meeting-Link kopieren, um andere Personen auch nochmal einzuladen. Über den roten Button mit dem X verlasse ich selbstverständlich das Meeting. Weiter rechts kann ich mir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle auch nochmal anzeigen lassen. Ich sehe, sind die Mikrofone auch stumm und habe hier auch ein kleines Chat-Symbol, dass ich die einzelnen Personen anschreiben kann. Und den Chat, den kann ich mir hier auch rechts anzeigen lassen und habe hier die Möglichkeit, entweder an alle oder auch an einzelne Personen privat Chats zu schreiben. Und entsprechend gibt es auch noch die Funktion Protokolle. Das heißt, hier gibt es einfach die Möglichkeit, ein Textprotokoll vor Ort anzulegen, hier einfach reinzuschreiben. Hier muss man aber aufpassen, wer Big Blue Button kennt, der weiß auch die Funktion zu schätzen, dass man mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gemeinsam an einem Textprotokoll schreiben kann. Das ist hier nicht der Fall. Das ist nur ein lokales Textprotokoll, nur für mich als Nutzer sichtbar. Das muss ich mir nachher auch abspeichern. Alle Fenster kann ich auch aus der Oberfläche entkoppeln. Über die Buttons rechts oben und mir so alles so anlegen, wie ich es möchte. Und wie gesagt, in separaten Videos werden wir auch noch mal konkret auf die Details angehen, auch auf die Umfragen, auf die Freigaben und so weiter. Ich beende jetzt einfach mal hier das Meeting, weil wir wollten ja auch noch mal schauen, wie der Zugang über Browser und mobile App auch stattfinden kann und auch aussieht. Als erstes klicke ich mal wieder auf den Link und ich trete jetzt eben nicht per Software bei, sondern ich sage abbrechen. Ich warte einen kleinen Moment und dann erscheint hier gleich die Funktion. Treten Sie über Ihren Browser bei. Das heißt, ich klicke jetzt drauf und habe jetzt im Browser das gleiche Vorgehen im Prinzip wie über die Software. Das heißt, ich gebe jetzt hier meinen Namen ein, eine E-Mail-Adresse. Dann ein Zahlencode, ein Spam-Schutz. Und kann dann auch als Gast beitreten. Das Eingangsfenster ist fast identisch mit dem von der Software. Das heißt, ich kann hier Stummschaltung schon mal aufheben, Video starten, beziehungsweise auch das entsprechende Gerät dann aussuchen und kann dann dem Meeting beitreten. Wenn ihr das erste Mal mit einem Browser an einer WebEx-Konferenz teilnehmt, dann muss dem Browser gestattet werden, auf Mikrofon und Kamera zugreifen zu dürfen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil wenn wir das nicht erlauben, dann sind wir weder zu hören noch zu sehen und wir hören auch nichts aus der Konferenz. Ja, das heißt, es kommt immer ein Fenster, das ist aber browserabhängig. Ja, bei Firefox oder bei Chrome, dann ploppen da oben irgendwie Fenster auf, aber wir werden gefragt, ob der Browser Mikrofon und Kamera benutzen darf und da bitte Ja klicken.
Ja, also entweder auf einmal ja oder auf dauerhaft merken. Das ist für die Nutzung im Browser eine ganz, ganz wichtige Sache. Daher erlaube ich es. Es wird eine Verbindung hergestellt. Und ich sehe, ich habe jetzt hier die gleichen Funktionen, wie jetzt zum Beispiel Layoutwechsel oder eben Stummschaltung, Mikrofoneauswahl, die Teilnehmerliste und so weiter. Das ist im Prinzip die Nutzung über den Browser. Das heißt, die ist nicht viel anders wie über die Software. Und deswegen wollen wir uns auch am Schluss jetzt auch nochmal den Zugang über die mobile App anschauen. Ich habe das iPad jetzt hier schon mal vorbereitet und mir den Zugangslink unter Notizen abgespeichert. Das heißt, ich klicke hier einfach drauf und es öffnet sich direkt die WebEx-App. Das ist natürlich wichtig, dass wir uns die entsprechende App aus dem Play Store oder App Store für unser mobiles Gerät herunterladen, damit wir das auch entsprechend nutzen können. Ansonsten ist das Prozedere hier genauso wie, ich sage mal, auch in der Desktop-Variante oder im Browser. Das heißt, ich gebe einen Namen ein, ich gebe eine E-Mail-Adresse ein und klicke auf als Gast beitreten und bin dann schon direkt in der Videokonferenz drin. Beim erstmaligen Nutzen hat man dann auch die Möglichkeit, vorher doch mal Audio und Video zu überprüfen, wie eben in der Desktop-Variante und im Browser. Hier finde ich jetzt alle Funktionen in der unteren Leiste. Das heißt, ich kann Stummschaltung aufheben, die Kamera aktivieren, ich kann freigeben, ich kann mir auch die Kontakte anzeigen lassen, also wer alles in dem Meeting mit drin ist, Chat-Reaktionen und so weiter, finde ich alles hier unten in der Navigationsleiste. Ist ein klein wenig eingeschränkter gegenüber der Desktop-Variante, aber immer noch sehr, sehr gut auch zu nutzen. Wie gesagt, das waren jetzt erstmal so die ersten Schritte mit WebEx. Was tue ich, wenn ich einen Einladungslink bekomme? In weiteren Videos werden wir noch auf die ganzen Funktionen mit eingehen. Also auch, wie ich als Host Meetings plane, wie ich selber einlade, wie ich mit Kleingruppenräumen arbeite und so weiter. Deswegen einfach bleib bitte dran, abonniere den Kanal, lass ein Like da, wie auch immer. Wenn es Rückmeldungen oder Fragen gibt oder ja, etwas missverständlich war, bitte einfach in die Kommentare. Es interessiert mich wirklich dann sehr, mit euch ja, ins Gespräch zu kommen. Ansonsten wünsche ich jetzt erstmal alles Gute, viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald. Tschüss.